Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Und zwar heute nämlich mal nicht auf Fritz Meinecke, nicht auf Dave, sondern und auch nicht auf TJ, sondern heute mal was zu Seven Wills Wild von wem ganz anderen, wo wir bis jetzt noch nie drauf reagiert haben, nämlich auf Survival Martin. Lasst gerne ein Abo und ein Like bei Survival Martin da. Und damit würde ich sagen, gucken wir uns heute die Reaction auf unsere Seven vs. Wild Flasche an. Das ist scheinbar deren Idee, also das, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt bei Seven vs. Wild eine 2-Liter Flasche, glaube ich, sind oder anderthalb. Ich glaube, es sind 2 Liter. Und die kann man mit allem vollstopfen, was erlaubt ist. Und das ist scheinbar jetzt die Flasche von dem Team Survival Martin und Knossi, wollte ich gerade sagen, Fritz. Und ich bin gespannt, was sie da alles reingesteckt haben. Aber die Text war sehr schnell weg. Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute ein Survival-Selbstversuch, beziehungsweise werden wir heute zusammen, weil wir ja in einem Team sind, bei Seven Wars Wild Staffel 3, und wir ja zusammen überleben müssen, 14 Tage in der Wildnis, werden wir heute mal gucken, was wir in die Flasche packen. Um einfach mal so einen Überblick zu bekommen, was brauchen wir, was brauchen wir nicht, habe ich ein bisschen was organisiert. Ich weiß, die Auflösung ist nur 720p. Ich habe mir überlegt, ich mache eine Kiste voll, wir gucken mal, was da drin ist. Vielleicht ist da sogar was bei, was uns wirklich weiterhilft bei der Entscheidung, was kommt in die Flasche. Ich predikte 95% ist unpassend, aber wir machen das mal weiter. Der BW Online-Shop hat gesagt, Martin, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ich habe Bescheid gesagt, alles, was ihr hier seht, versuche ich in der Beschreibung zu verlinken, aber grundlegend ist hier erstmal ein kleines Potpourri, oh meine Flasche, ein kleines Potpourri an Sachen, die eventuell die Flasche uns den Sieg bringen könnten. Und jetet. Ich habe Keuchhust seit 8 Wochen, Junge. Ich muss gestehen, ich denke, ich habe einen groben Überblick. Aber erstmal würde ich sagen, ganz spontan, klamüsern wir ein wenig aus, gucken mal, was da drin ist. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was wir gebrauchen können. Was brauchen wir denn als erstes? Exakt, eine Flasche. Die müsste ja auch irgendwo sein. Ich will ganz kurz sagen, warum wir noch in der Flasche sind. By the way, falls ihr die Seven Wars Wild Folgen von Staffel 3 sehen wollt, dann abonniert gerne den Staffel 3 Kanal. Wenn ihr die Reactions bei mir sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Denn ich werde auch wieder drauf reacten. Deswegen dachte ich mir so, es ist bestimmt gut, wenn ich drauf reacte und man dann so weiß, was hat das Team in ihrer Flasche, was hat das Team in ihrer Flasche. Deswegen wird es, soweit ich weiß, gibt es ja 7 Teams, dann noch 7 weitere Reactions auf Flaschen geben. Yay. Ich habe natürlich auch für mich schon mal zu Hause etwas probiert, aber da wir das ja gar nicht dürfen, möchte ich das einfach nicht thematisieren. Hier ist deine Flasche. Tatsächlich war es so, dass ich hierzu eine Überlegung hatte. Und zwar wollte ich mir ein Sägeblatt. Kennst du diese großen Sägeblätter, die du so auf so eine, auf so ein Gestell spannen kannst? Womit du so eine Zugsäge, so eine Bügelsäge. Ja, die hat da so nicht reingepasst. Und dann habe ich überlegt, ich schneide hier einfach ein Loch rein, schieb die so rein und dann räufelt die sich nach unten rein. Hat nicht funktioniert. Gut. Du pass auf, dass es runterfällt, okay? Okay, ja. Pass auf. Ja. Ist hier wie dieser Kochtopf. Einmal hoch, schnell. Stark. Auf Autor angelehnt. Ja. Bist du dumm? Junge, wieso ist da eine Konfettipistole drin? Ich weiß auch nicht, warum die da drin ist. Okay. Gut, fahren wir vielleicht mal mit dieser Isomatik. Damit kann man Bären verjagen, die du bestimmt bestellt hast, um die eventuell mitzunehmen anscheinend. Also in der Beschreibung sah die halt sehr klein aus und wiegt nur 680 Gramm. Na, ich überlege, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Nee. Ja, also es ist, es bleibt, ich weiß auch nicht. Was ist das hier? Ah, das habe ich überlegt, was ich dich fragen wollte, wenn es eventuell noch Platz gibt. Das ist die kleinste Hängematte, die es gerade auf dem Markt gibt, also, weil die passt rein. Ja, mach das mal. Also ich hätte da meine Flasche gepackt. Okay. Dann guck mal, und jetzt kannst, ja. jetzt kannst du ja noch ein bisschen drücken. Haben wir was zum Drücken? Ja, hier, guck mal. Ja. Und ich hatte überlegt, die vielleicht sogar maschinell, also industriell zu pressen zu lassen, weißt du? Sag mal selber. Also das ist jetzt ungefähr, wenn ich da so ablese, bei 800 Milliliter, also 80% der Flasche fällt die aus, dann würde ich sagen, kippen wir noch was für 20% rein und dann kommen wir los. Mann, ich hatte den Gedanken, aber jetzt verwerfe ich ihn natürlich wieder, weil ich gemerkt habe, okay, das ist es vielleicht nicht. Oh, guck mal, das ist so ein Zaubertrick. Das ist immer wie ein Tuch.
Ist okay, ich hab's verstanden. Ist gut. Ah, das ist tatsächlich eine Sonderanfertigung von Christian, geboren am 19.06.1968 oder sowas. Ein Zuschauer von mir. Der hat gesagt, Martin, ich hab da eine Idee. Ich sag, erzähl. Dann hat er gesagt, pass auf, ich würde dir eine Axt machen und so. Und dann, die passt halt auch genau in die Flasche. Hat er Schau gemacht. Halte ich jetzt leider nichts von. Was ist mit den, was willst du mit der Tarnschminke? Was hast du mit der Tarnschminke vor? Naja, wir werden ja auf Pumasse treffen. Pumasse. Pumas. Und die Pumen sind dafür bekannt, dass sie halt. Kann das nicht. Dass sie halt rückwärtig angehen. Du, ohne Scheiß, ich hab wirklich gedacht, damit können wir uns Gesichter hinten drauf malen. In Tarnfarben, damit doch gar keiner sieht. Ja, auf einer weißen Jacke ist es halt zu sehen. Okay, gibt's jetzt hier irgendwas in diesem Stapel, was du wirklich ernsthaft jetzt meintest, ja, in die Flasche zu packen? Ja, guck mal hier, das zum Beispiel war eine Idee wegen Feuer. Wir sind nicht bei Tefodetal, Alter. Ja. Es war ein Gedanke, ich habe nur alles, das ist eine Gedankenbox. Hier, guck mal, das zum Beispiel ist auch so ein Gedanke gewesen. Das war so ein Sägeblatt. Das kannst du halt auch. Nee. Aber wir dürfen die ja nicht modifizieren. Ja gut, dann ist ja, das nicht. Ja, dann ist das halt auch. Da muss ich zukommen, das hat einen Grund. Das ist jetzt, das wirkt wirklich erstmal martialisch, aber... Das ist 80 Kilo. Pass auf, das ist mein SPK 23, was ja irgendwann mal auch mit dem Survival ist. Da ist ein Inspector Gadget-Ding, wo man draufdrückt und dann kommt dein Zelt raus. Da passt zum Beispiel dieses Tarp rein. Was haben wir für eine Größe? Ja, das muss man auspacken. Aber kriegt man das in die Flasche? Würde man das da reinkriegen? Also ich würde das ist jetzt noch nicht industriell gepackt, ich würde es halt auch nochmal unter Dings Vakuum. Ach, die Hälfte halt weg, ne? Da bräuchte man zwei wahrscheinlich. Es ist scheinbar doch interessanter, eine Flasche zu füllen, als ich dachte. Weißt du mal nicht, wann ich dich ernst nehme oder wann der... Den Ringjack hast du auch noch mitgenommen? Nein, da habe ich halt auch daran gedacht, den Poncho halt auch als Raincar, also fürs Shelter bauen zu nehmen. Zieh den mal an. Wo sind denn da Ärmel? Das sieht eher aus wie diese Rettungswesten. Ich habe dir gerne eine Frage. Wie stehst du zum Thema Pyramiden? Und dem Fakt, dass die Erde eine Scheibe ist. Glaubst du, unter den Teilnehmern werden Echsenmenschen sein? Fritz, es war ein Gedanke. Und ich dachte, so ein Notfallponcho oder... So ein okay, das ist lustiger als ich dachte. Ultra warm da drunter. Und meine Wärmeschicht. Oh, diese Gerasche hält mir richtig auf den Sack. Was ist mit getrockneten Linsen? Bring den Arsch zum Grinsen. Das Erste, was hier vorkommt, wo ich sage, das wäre eventuell wirklich interessant. Und das hier ist bezüglich ein... Bezüglich Inhaltsstoffe. Ja, was möchtest du? Das ist ein... So, was ich mal fest. Ja. Mora mit Feuerstahl, ne? Passt das rein? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Darum bin ich ja heute hier. Hast, okay, würde ich sagen. Nicht. Okay. Aber, wenn man die Scheide zum Beispiel weglassen würde. Ja, aber du kannst die Scheide nicht weglassen. Und habe mir überlegt, dass man einfach sagt: Okay, pass auf, man schneidet entweder am Griff ein Stück ab oder an der Klinge. Oha, jetzt kommt das schwere Gerät. Jetzt kommt das schwere Gerät. Ich sag doch, absägen. Was? Okay, wofür würdest du dich jetzt entscheiden? Für die Klinge. Okay, mach mal. Aus ganz einfachen Gründen. Okay, wir schneiden einfach ein Stück am Griff ab. Aber jetzt zum Beispiel, guck. Warum hast du jetzt nicht noch 2 cm länger dran gelassen? Achso. Ich habe jetzt nicht gemessen, aber das war jetzt so ein... Das ist jetzt so random, aber guck mal, das sind die 2 cm, die mir von kleinen Finger fehlen würden. Da muss man halt auch wieder abschneiden, ist ja klar. Aber der Gedanke ist doch nicht dumm. Ich hatte erst über den Klappmesser zu nehmen. Problem mit dem Klappmesser aber, es ist nicht belastbar. So scheiße, guck mal, so scheiße ist das gar nicht. Klar, ist jetzt, ich hätte noch ein bisschen dran lassen können. Ja, war jetzt nur für einen Versuch, das 50-Euro-Messer hier zerstört. Ja. Meinst du, wir werden Spaß haben das vor 2 Wochen? Verstehe ich nicht. Ob du dich drauf freust? Worauf jetzt? Na, auf unsere 2 Wochen Urlaub. Ja, die sind gut, die werden gut. Okay. Hier habe ich zum Beispiel was, das hat mir auch Dinges gemacht. Das ist passt exakt in die Flasche. Und das ist halt, was ist das denn? Da ist ein Sägeblatt drin. Ja, da ist ein... Und wenn du das halt auf so eine... Auf so ein Gestell halt... So eine Bügelsäge, oder wie sich das schimpft, nimmt. Dann hast du halt so... Und für die Länge hier. Das ist ein Baby Online Shop, nee. Nee, das war jetzt von wieder von hier, mit der auch die Axt gemacht hat. Von Christian. Kannst du das selber mal rausholen? Ah, das ist so eine Spiralsäge, die du damit bauen kannst. Lochkreissäge. Ja. Christian, wie zufrieden bist du mit der Idee?
Natürlich nicht. Das ist komplett verzogen. Das Müll ist ganz wegschmeißen. Okay. Ich kann das nicht mehr, Martin. Okay, dann so. Guck, pass auf. Zack. Haben wir's. Ja, ich hatte das hier noch mit eingepackt, weil ich überlegt habe, dass es das vielleicht passen würde. Ja, da ich aber mit dem anderen schon... Ja, nein, machen wir mit der Scheibe. Ja, es passt nicht. Ja. Aber... Kannst du das nochmal abflexen, bitte, für mich? Nee, das mache ich jetzt nicht. Aber man hat ja an dem anderen gesehen, was der Ansatz ist, weil wenn du das jetzt so... Da fehlt... Boah, das passt! Rudi, das passt! Interessant. Und es wackelt nicht. Das ist ja super. Ja, aber hast ja keine Scheide dabei. Gut. Und ohne Scheide gehen wir nicht raus in den Wald, das wissen wir ja. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Kettensäge. Ah ja, eine Kettensäge. Naja. Wollen wir mal? Kommt jetzt noch? Ja. Und jetzt. So, hier ist Schluss bei mir. Werden Bäume gefällt. Aber sieh du mal, wenn du kannst. Nee. Gut, das war. Nee, hilf mir bloß nicht. Guck noch ein bisschen zu. Kannst du es mal rausholen? Das Sägeblatt. Von der anderen Seite vielleicht nochmal zu schließen. Aber das sah ja erstmal gar nicht so verkehrt aus. Ja, ist gut. Ist das sehr anstrengend? Nö, tatsächlich nicht. Der Gedanke war da, sagen wir mal. Nee. Alter, bist du bescheuert, Junge? Ich bin erschrocken. Warum wir eigentlich? Ich verstehe das also nicht. Also da bin ich echt überlegen, ob man da so einen kleinen Gag hier noch reinpackt. Deswegen fühle ich ja irgendwie, ne? Das ist irgendwie lustig, so ja. So bei, weißt du, so... Ja, und guck, wenn die einfach so eine Konfettikanone mitnehmen, die sie dann irgendwann random mal abfeuern. Das Pissen von hinten, bam, Alter. Und auch beim Airsoft statt dem Messer. Ja. Gehst du rein, tot. Mit der Konfettikanone. Geil. Das finde ich geil. Oder auch mal im Supermarkt, wenn du einkaufen bist. Oh. Abonniert gerne den Hauptkanal von Zweimal für diesen absoluten Top-Content. Und auch stark. Oh, wir sind noch nicht auf. Ein Klappmesser bestellt. Mensch, mit. Sag, wo hast du denn die her, Alter? Ist das hier ein CS-Knife oder was? Irgendwelche Skins? Weiß ich nicht. Max, guck, das ist doch. Das ist es, oder? Das findest du. Ah, ich weiß, warum ich das genommen habe. Weil das findest du halt auch wieder, wenn es dir in den Dreck fällt. Thema. Wasseraufbereitung. Ich habe hier mal so ein paar Pipes. Wenn es ins Meer fällt, dann aber wieder nicht. Passt wieder nicht. Ach, leck, ich doch geschissen. Ich schneide das jetzt ab. Leckst du heute noch 2 cm ab vom Livestraw. Wie sinnvoll hältst du das 3 Liter am Tag kniend aus irgendeinem See so auszuschnabulieren? Gut, was haben wir noch? Auch mal ein paar leuchtende Karabiner. Hier Streichhölzer. Die kann man tatsächlich, ich glaube, es war so. Lucky Look oder was? Die kannst du überall anziehen. Nicht an meiner Wange, Alter. Ja, das war echt wirklich top, top. Mensch, das sind ja richtig. Kann man überall anzünden. Kann man überall anzünden. Stark. Ja, zeig ich mir hier. Boah, geil. Also die müsst auf jeden Fall nicht löschen. Lass die direkt schon mal einpacken. Da. Hast du gesehen? Auf der Tischkante. So nämlich. So, das können nur die von Cowboys. Ah, jetzt zeig aber, was da krieg ich dich mit. Erstens, es der passt. Ja, nee. Aber da habe ich überlegt, tatsächlich so abends. Auch schon drüber nachgedacht. Mit einer Sehne spannen. Hm? Ist das Ding hier? Oh Gott. Wenn ich auch schon mal als Gedanken habe, finde ich auch. Da stolpert er drüber und dann schreit das Ding halt nach. Jetzt wird er auch noch drüber stolpert. Wir selber. Ja, safe. Das ist der Sleeping Bag. Aber was ich viel krasser finde, ist, halt dich fest, du haust dich in die Ecke. Eine Hundepfeife. Ah. Dann komm ich. Das ist es. Fritz, ein Notfall! Lass uns in unsere Notfallsäcke gehen! Und es kann gar nichts mehr passieren! Oh Gott, ich kann Luft.
Ich glaube, ich bin sicher. Jetzt kannst du mir mal... Das demonetarisiert, wenn ich ihn anzünde. Oh, das geht gar nicht. Und er kokelt rum. Feuerfest das Ding? Hör mal auf jetzt! Oh, hier, der passt. Der Tisch brennt. Der passt. Der ist so irre, ey. 3 Liter. Also ich trinke die ersten, trinke ich den ersten. Fritz so ganz konzentriert am Feuer machen. Aber er brennt das Messer, weil Madi ihn schubst. Saug ich. Ja. Oder wir nehmen uns hier Schmutzwasser mit. Und dann. Oh, ich hab mal Durst, ey. Ja, geht schon. Hast du ein Schirmchen da? Das ist Zitrone. Was ist das hier noch? Moskitonetz. Wegen der Mücken. Das ist es. Ich weiß noch nicht, ob das mit dieser Handpause gut ist, weil die stechen die halt jetzt hier überall rein und runter. Oh, guck hier, Multitool. Siehst du, da war noch was. Oh? Hey, aber das macht gar nicht so. Naja, okay. Ja, das ist halt jetzt. Was denn? Jetzt hat sie ja einen Feuerstahl. Guck. Kann mal funken. Ja. Das dauert kurz. Toppi red, wirklich. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer rein in die Materie. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen vielleicht das eine... Schreibt ihr doch mal in die Kommentare. Ist das der Game Changer? Wir hätten da noch Platz in der Flasche. Also. Ja. Das Ding kommt auch noch in die Flasche, wenn sie passen würde. Ich hab was eingeklemmt. Ich kümmere mich jetzt um Fritz. Ihr schaltet ab. Lasst einen Daumen nach oben. Es war ein Top-Video. Qualitativ hochwertig. Ich denke, wir beide schaffen das. Nicht vergessen, ja. Wer Schwitz stirbt. Wir haben euch lieb. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin auch zuversichtlich, dass ich's schaffe. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich. Er ist verrückt und er lebt gefährlich. Da. Die Musik, der Song, hört sich ehrlich gesagt an, wie er hier, das hier von Lukas, der Rapper, der schon viele Songs gemacht hat, wie, hier Gomme Mode und so. Da hatten wir ja schon mal reingehört. Wenn man so will. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende. So, aber, das ist nicht das Thema. Ich würde sagen, ja. Es war sehr spannend. Ich hätte tatsächlich eher gedacht, als ich draufklickte, dass sie die Flasche komplett gefüllt haben. Aber ich weiß nicht, inwiefern ich noch weitere Actions auf Flaschen machen werde. Falls ihr noch Flaschenvideos habt. Jeder Satz hört sich so ganz weird an. Wenn ihr noch Flaschenvideos habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werde ich nämlich nochmal drauf reagieren. Und ansonsten werden die Flaschen wahrscheinlich eh noch gezeigt in irgendeiner, weiß nicht, in einer Zusammenfassung? Behind the Scene? Irgend sowas von Seven Wills Wild. Lasst wie immer gern ein Abo da, um keine weiteren Reactions mehr zu verpassen. Und liked das Video, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon wollt. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Reaction. Und damit, ciao, Leute. 7 vs. 1, 7, 7 vs. 1.